Na gut, jetzt sind wir hier dran, also. Autsch, 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 autsch. This armor is too thick. We need more firepower. 2B, let's try for a more direct approach. Direct? Oh, right. That's right. Lay down some fire in its stupid mouth. Okay, das wird jetzt wohl noch öfters passieren, dass wir das machen müssen. Ah. Oder auch nicht. Ach stimmt, das war kein Walfisch, der steht einfach auf. Das ist wirklich einer von diesen komischen Blecheimern, nur in groß. We gotta bail, 2B. This is bad. Okay. B, I think I have another idea. You keep that thing right where it is, okay? What? Please, 2B, this is gonna work. Nun bin ich gespannt. Nun kommen wir endlich zu dem Punkt, wo wir die Story so gesehen noch nicht kennen, denn wir sind ja in 9B, in 9S momentan. Und jetzt schauen wir mal, wo wir im 9S hinfliegen. 2B, I'm going to see if we can use those missiles back on the shore. But I need you to destroy the EMP unit on that thing's back. Otherwise, they're just going to go off course. Ja, allein haben die schon ein bisschen mehr Leben. Dum, da, dum. Kommt da noch was? Ah, okay. Also das hat er gemacht, während wir nochmal diesen nächsten EMP-Ding kaputt gemacht haben. Tada! Merkwürdig, wir kriegen manchmal keinen Schaden. Ich muss den Kleinen mal wegkauen, der macht. Der sorgt dafür, dass wir hier so wenig Platz haben. Und kaputt, wir haben es geschafft. Activate missile controls. Prepare to launch. Missile controls engaged. Launchability confirmed. Fire!
under control. Alert. Obstacle ahead. A collision at this speed is not recommended. Well aware, thank you. Das ist nicht gerade einfach. Müssen wir. Ah, okay. And rescue party for the missing Yorha members at once. To be. Minus. Don't die on me. The child held sway over enormous strength. But sadly, he was also a little bit broken. He spent his long days hurting those around him. He tried his best to be good and kind. But despite his efforts, things never seemed to turn out. They told him he was unwanted. They abandoned him in the deep, dark ocean. And from the cold at the bottom of the sea, he cried out, "Mother! Also war dieser Riesenroboter ein zurückgelassenes Kind in etwa? Na gut, damit dürften wir jetzt eigentlich weg vom Fenster sein. Wir werden jetzt von Adam gefunden. This is Tactical Support Unit Pod 042, assigned to 2B. This is Tactical Support Unit Pod 153, assigned to 9S. We pods often participate in the same battles. Exchanging our situational data would theoretically allow us to plan combat strategies in a more efficient manner. Proposal. Data should be transferred regularly between Pod 042 and Pod 153. Analysis. This idea is sound. Proposal accepted. Records will be organized in time for the next situational exchange. Ich frage mich, was diese Sequenzen immer heißen sollen. Das kommt doch immer wieder vor, oder? Also der eine schlägt vor, dass die ihre Daten austauschen und der andere stimmt ihm zu. Oh. Alles klar. Ist das ein Hacking-Bereich? Wie habe ich denn... Es ist sein eigenes Inneres, glaube ich. Ich finde mich in einem sonderbaren Lager wieder, voller Erinnerungen, soweit mein Auge reicht. Es ist ein Irrgarten, ein Labyrinth, ein gewaltiges, zusammengeschaltetes Netzwerk. So etwas habe ich nie zuvor gesehen. Es muss von den Maschinen erschaffen worden sein. Also, was mache ich hier eigentlich? Ich bin 9S, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht wurde ein Großteil meines Gedächtnisses zerstört. Was, wenn ich alles vergesse? Meine Erinnerung, mich selbst, meine... Okay, beruhige dich. Beruhigen, beruhigen, beruhigen. Einfach dem Notfallhandbuch folgen, das Speicherwiederherstellungsprogramm ausführen. Das Wiederherstellungsprogramm führt allmählich die leeren Bereiche in meinem Speicher. Die Buchstaben, die nach und nach die Lücke in meinem Wort füllen. Der Bunker, 2B's Plan, 2B's Plan, ein kolossales Maschinenwesen, der Raketenangriff als letzte Lösung. Der Haltungsmodus wurde im Moment des Einschlags aktiviert. So wurden die meisten Sicherheitsoptionen des Netzwerks unterbrochen. Okay. Moment, das muss die EMP-Bla irgendwas sein. Ich bin mit dem Maschinennetzwerk verbunden. Dann gucken wir mal, was wir finden können. Es dauerte eine Weile, aber das Wiederherstellungsprogramm konnte die meisten meiner Speicherfunktionen instand setzen. Ich kann allerdings noch immer keine Verbindung zu meinem Körper aufbauen. Tja, anscheinend kann ich nur noch die Umgebung, Speicherbereiche untersuchen. Offenbar haben die Maschinen hier eine Menge Informationen gespeichert, sieht auf den ersten Blick ziemlich chaotisch aus. Aber genau betrachtet begreife ich, wie alles zusammenhängt. Es gibt eine Vielfalt an Einträgen, zum Beispiel über Menschheitsgeschichte und Philosophie, doch die Aufzeichnungen von Maschinen direkt daneben sind wirklich seltsam. In der Abteilung Politik sind Versuche der Maschinen mit diversen Regierungsformen dokumentiert. Sie haben alles Mögliche ausprobiert,
absolute Monarchie, Republiken, Demokratien. Und das war nicht alles. Sie haben sich auch mit der Wissenschaft auseinandergesetzt. Etwas mit Philosophie, mit Mathematik, mit der Natur und dem Sozialwesen. Also ob das Netzwerk versucht, als ob das Netzwerk versucht hat, jedes Verhalten und jedes Fachgebiet der Menschheit zu kopieren. Fast als ob. Die Maschinen ahmen Menschen nach? Warum sollten sie das machen? Ich vertiefe mich noch weiter in die Aufzeichnung. Ich kann keinen Hinweis darauf finden, dass die Maschinen neue Kulturen oder Werte geschaffen haben. Sie haben lediglich das menschliche Verhalten imitiert. Seltsam daran ist, wenn eine Einheit scheitert, dann scheitert sie beim nächsten Mal auf dieselbe Art und Weise. Baut eine Maschine zum Beispiel eine Diktatur auf, die am Ende zusammenbricht, dann testet sie keine alternative Regierungsform, sondern versucht es wieder mit einer Diktatur. Oder wenn sie Getreide anbauen und alle sterben, dann probieren sie es anschließend genau dasselbe noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Sie verhalten sich immer gleich. Sie lernen nicht dazu. Im Kampf beweisen die Maschinen ein überwältigendes Anpassungsverhalten bei evolutionärer Geschwindigkeit. Warum bestehen sie also darauf, die Menschen zu imitieren? Und vor allem, warum imitieren sie deren Fehler? Es scheint so, als ob das Scheitern selbst das Ziel ist. Ich spüre eine Veränderung in den Daten, eine Art Bewegung. Ich schärfe meine Wahrnehmung und halte meinen Atem an. Ich höre etwas, eine ferne Stimme. Ich verkünde. Allen Androiden, da ist etwas, etwas, das eindeutig intelligent ist. Okay, dann flitzen wir weiter rum. Was in aller Welt war das? Da ist eine Sackgasse. Die sprechen. Toll, jetzt sind wir hier in einem Labyrinth gefangen und müssen uns hier durch die Gegend wuseln. Da ist wieder ein Speicherpunkt. Ich verkünde allen Androiden. Die Worte werden immer deutlicher. Die Stimme in meinem Kopf gewinnt eine Klarheit. Es ist Adam, eine Maschine, die als Abbild der Menschheit und der Menschen erschaffen wurde. Wir Maschinenwesen haben uns weiterentwickelt, sagt er. Wir haben Krieg geführt, gelernt, sind gewachsen. Und daher haben wir ein neues Bewusstsein erlangt. Es ist vergleichbar mit der Geburt einer neuen Lebensform. Lügen, nichts als Lügen und bloße Maschinen. Adam lacht. Und doch behauptet ihr Androiden, lebendig zu sein? Klingt extrem merkwürdig. Ihr seid Marionetten ohne eigenen Willen. Nein, du täuschst dich. Diese Worte gehen mir in das eine Ohr hinein und aus dem anderen wieder heraus. Wieso täusche ich mich, Junge? Wir sind. Vielleicht hast du doch einen eigenen Film, kichert er. Vielleicht sogar Sehnsüchtigen. Sehnsüchte. Jetzt siehst du es, Junge. Der wahre Sinn des Lebens ist Hass. Du täuschst dich. Ein wilder Hass schlummert in den Tiefen deines Herzens. Nein, du täuschst dich. Je mehr du versuchst, es zu verbergen, desto stärker wächst diese Finsternis. Falsch. Okay, das hätten wir auch. Nachricht verdammt. Geschaffen, um die Menschheit zu beschützen. Wir sind nicht wie ihr Maschinen. Alle Lebenden sind Sklaven ihrer Sehnsüchte. Dieser innere Antrieb gibt unserem Leben erst eine Bedeutung. Manche suchen Schönheit, andere Gelassenheit. Für mich ist Hass der. Ich bin nicht so. Ha, doch bist du. Das scheint jetzt eine Unterhaltung zwischen 9S und dann Adam zu sein. Du vertraust nichts und niemanden. Du willst alles vernichten. Du hast jede Hoffnung verloren. Du willst alles besitzen. Du willst von allen geliebt werden. Du denkst doch darüber nach, wie sehr du to be ... möchtest, nicht wahr? Realität von Lügen beschmutzt. Stopp, aufhören. Der Hass frisst dich in dich hinein. Du täuschst dich verdammt nochmal. Überquellende Sehnsüchte. Ich bin nicht wie du. Dein wahres Ich. Wir sind nicht gleich. Okay, hier ist auch nichts. Aufhören, aufhören.
Okay, und wir sind draußen. Oder sowas in der Art. Heften. Na gut, das ist passiert, während Tobi nach uns gesucht hat. One treasured family above all else. Another treasured its older sibling. Another treasured its own beauty. But one more machine treasured something unique above all else. Hate. Is this death? So dark, so cold. Und hier liegen immer noch so viele Leichen rum. 9S. 2B. Come on. Let's go home. Und da zerfällt die Minecraft-Stadt. Die Folge habe ich ja leider damals irgendwie... Naja. Fehlerhaft aufgenommen. Sie konnte auf jeden Fall nicht hochgeladen werden, da ich sie schon gelöscht gehabt. Das tat mir leid. Aber, naja, es war halt der einfach nur die Maschinenstadt zu finden hier. Oh, okay. Ein Blick auf die Station. Der Bunker. Selbsthacken. Okay. Memory core diagnostics. Yeah, yeah. A single reply is sufficient for acknowledgement. Fine. Dann wollen wir meine Speichersysteme wiederherstellen. Wir reparieren uns einfach selber. Memory core diagnostics complete. No issues detected. Good. Proposal. Engage visual sensor diagnostics. You got it. Und wo finde ich die? Hier auf jeden Fall nicht. Ach da, visuelles System wiederherstellen. Visual sensor diagnostics complete. No issues detected. All checks complete. Took long enough. Don't you think it's overkill to perform a full data overhaul? Unit 9S was seized by the enemy and placed in a non-controlled state for an extended period of time. There is a high probability of corruption by an enemy logic virus. All right. Cram it. Anyway, I just gotta sync up with the bunker server and then I'm out of here, right? So, dann wollen wir mal sinken. Okay, da vorne, der Server. Huh? What was that? Unknown. Halt the data sync. Alert. Data synchronization is mandatory for all your high units. Yeah, I know that, but we just got some kind of weird noise. Halt the data sync for 2B as well. Affirmative. Let's figure out where that noise came from. Just to be sure, you know? Open a port to the server. So haben die quasi das Netzwerk visualisiert. Sehr interessant gemacht. Und nun? No time to examine everything. Better stick to the main data nodes. Server? Korrupte Daten, okay. Detected. Access log to Council of Humanity's lunar server. Okay.
24. September. Lieferung geplant. Leer, leer, leer. Gereinigtes Wasser. Reparaturmaterial. Leer, leer, leer. Was? What's a barrier doing here? Looks like records for supplies shipped to the moon. Strange. There were a ton of empty containers. That's weird. Why would they do that? Vielleicht lebt die Menschheit schon gar nicht mehr auf dem Mond. Wer weiß. Ah doch, hier muss ich mich durchchecken. Auszeichnung Körperlage. Okay. 9S, okay. To beat unsere Körper. Ist da auch irgendwo A2 bei? Egal, hören wir uns das mal an. What's the point of all this heavy security? All the black box data has been deleted, but it looks like everything else is here. Huh? A new port just opened. Dann gucken wir, was da ist. Zack, zack, zack. Das ist echt ein langer Weg. Detected. Council of Humanity and Project Yorha Records Index. Alert. We are not authorized to access this data. Man, this stuff is all wrong. I need to check this out too. Woo! An attack barrier? Really? Why the heck would they install one of those in this server? Beachte, dass diese Dokumente mit Vertraulichkeitsstufe S versehen sind und kein Yorha-Mitglied mit Ausnahme der Kommandanten gezeigt werden dürfen. Index, Yorha-Übersicht. Yorha-Streitkräfte, Yorha-Einheit, Kampfsystem, Bunkerverwaltung, Befehlskette. Menschheitsrat, Entwicklungsabteilung, Unterstützungseinheit, Blackbox, Widerstands, bla bla. Die für die entsprechenden Einträge verantwortliche Partei sind von der Einsicht zum um Erlaubnis zu fragen. Vor der Einsicht. Let's see. Looks like info about how the Council of Humanity was formed as part of Project Yorha. Wait, isn't that backwards? After a long period of battles and adventures, the Prophet spoke. Oh, grant me the mercy of the land. Oh, grant me the joy of the heavens. Release me from my yoke of iron. Thus shall our souls be. What was that? Crap! Did they find me? Negative. Emergency backup request from 2B. Close the server connection and activate my body. Affirmative. Okay, da wären wir wieder. Mit unserer lustigen Maske. Ah, 9S. Operator? What happened? We recently detected large numbers of machine lifeforms throughout the factory area. We received a support request from 2B soon thereafter, but have been unable to respond due to poor reception. All right, I'll try to gain access from the main terminal. Ja, das Hauptterminal ist da hinten. Ach krass, wir gehen ja jetzt schon in den Endkampf eigentlich im Grunde über. Das habe ich ja ganz vergessen. Nein, es war ja gar nicht dabei, als wir diese komischen es war ja gar nicht dabei bei diesen verrückten Robotern, die sich selbst umgebracht haben. Request granted. You may now use the device in this room. Oh, die Kiste. Große Erholung erhalten. Okay. Alles klar. Und benutzen. Wir synchronisiert, Nerven verbunden, bla bla. Okay, good. 2B's black box signal is still up and running. These comms are all messed up. Guess I'll have to break into the other side and take control. Okay, was geht ab?
Und davon ist irgendwas? Hä? Ach, alles klar, doch, hey, du da. Diese Maschine dort sieht viel stabiler aus als diese. Ich sollte sie hacken und die Kontrolle über diese übernehmen, solange ich keinen Verdacht schöpfe. Oh, 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 okay. Mist, das Ding hat mich geschlagen. Fernsteuern, ziehen wir nehmen und das Fernsteuern. Okay, sehr nice. If I wanna reach 2B, I'll need to reach the factory's lower level first. Oh, das ist ja witzig. Jetzt spielen wir echt einen Roboter. Also beziehungsweise nein, S spielt den. Oh, ich erinnere mich, wo wir sind, so halbwegs. Was geht denn bei denen ab? Die drehen auch schon durch. Also ich muss runter, 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 um 2B zu erreichen. Ach scheiße, wir können ja nicht rennen. Jetzt tragen wir die ganze Zeit unsere lustige Fackel dabei. Ich möchte gerne heraushüpfen. Okay, draußen. Uah. Nein. Okay. Ja.